Er hat den roten Diamant von uns gestohlen. Wissen Sie nicht, dass seine Mutter ihn dir hinterlassen hat, kurz bevor sie gestorben ist? Ich kann nicht glauben, dass sie sich so sehr herablassen würden. Nur die widerwärtigsten Bösewichte würden so etwas tun. Bösewicht. Und das kommt von einem Haufen Diebe. Der Diamant gehört mir. Und fertig aus. Tja, ich habe ihn fair und ehrlich gestohlen. Fair und ehrlich, ne? Wenn ihr ihn so sehr zurückhaben wollt. Na, mach nicht, ich glaube, ich behalte ihn. Oha, da kommen wir doch bestimmt irgendwie hinterher, oder? Verdammt! Er entwischt! Los, schnapp ihn dir! Den holen wir uns davor, machen wir seinen schönen Tisch kaputt! Weg damit! Da hat er nämlich ein paar hübsche Chips versteckt. So, dieser Aufzug bringt uns hoffentlich hinterher. Ding dong! Und wir sind... Oha, das sieht so vertraut hier aus. Und die Musik ist weg. Warum? Wo ist meine Musik? Ha, auf deiner Barriere kann ich nicht aufhalten. Und hin, fort damit! Maximale Bohrkraft voraus! So, was haben wir denn hier? Oh, wir sind auf dem Dach. Frische Luft! Oha! Ich bin hier! Oha! Da oben bist du also! Nicht schlecht! Mit dem Gefährt kannst du glatt Dr. Wily Konkurrenz machen! Oha, du willst mich auch nicht mit deinem Bohrer zerquetschen, oder? Ja, wenn du den roten Diamanten so sehr zurückhaben willst, dann musst du mich erst besiegen! Ist mir egal, wie soll ich anstrengen, du wirst es nicht schaffen. Pass auf den Drowser des Skorpions auf. Du weißt schon, das Ding mit dem großen Bohrer am Ende. Der Schwanz da. Ja, wir müssen jetzt Bohrer gegen Bohrer antreten lassen. Und weg damit. Nein, komm nicht zu nah. Geh schon zurück. Und schön dranbleiben und weg damit. Wow, keine Bomben. Das tut schon massiv weh, wenn wir die berühren sollten. Und das hat irgendwie ganz geklappt. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Vielleicht muss ich die andere Richtung drehen. Oder vielleicht darf ich einfach nicht zu nah rankommen. Oh nein, es hat doch schon zwei Bomben. Wow. Nein, was machst du? Beweg dich doch. Und hin, foppe dir. So, ich glaube, ein Schlag noch und wow. Nein. Diesmal nicht, Freundchen. Ich bin nur in deine Explosion reingeraten. Passt schon. Und da fällt die Maschine auseinander. Wir haben gesiegt. Gib uns den roten Diamant zurück. Oha. Der gibt wohl noch nicht auf, oder? Na, du kleines, nerviges Kind. Du hast es ganz schön drauf, das muss ich zugeben. Ah, lass mich da auch nicht helfen. Oh hey, Weiß, den roten Diamant, den ich von dir gestohlen habe. Ich weiß, wie man seine mächtigen Zerstörungskräfte einsetzt. Oh mein Gott, jetzt dreht er völlig durch. Na, schön den Mund aufmachen. Ich habe hier die richtige Medizin für dich. Oha, ich glaube, ein zweiter Treffer. Ah, reicht schon. Wow, jetzt übertreibst du es aber. Schön A machen. Wumms und weg. Und es gibt fettklasse Flammenexplosionen. Rums. Alles kaputt. Dass die Versicherung übernimmt. Ha.
Ja, das war ganz schön beeindruckend, du kleines, pinkköpfiges, nerviges, Rittausermädchen. Du hast mich besiegt. Ich glaube, ich muss den roten Diamanten zurückgeben. Ja, ist klar. Als ob ich ihn dir wiedergeben würde. Hey, gib ihn zurück, Mon! Tja. Mit dem müssen wir uns wohl nochmal beschäftigen. Aber egal, dieses Stage haben wir auch erfolgreich abgeschlossen. So, die Maschine muss mal wieder ein bisschen repariert werden. Die ist stark in Mittellandschaft gezogen worden. Oh nein! Nach all dem ist Crook schon wieder mit dem Diamanten abgehauen. Wir werden nicht aufhören, ihn zu verfolgen, bis wir ihn zurückhaben. Hey Mann, ich glaube, er ist zur Art Gallery gelaufen. Wir sollten uns das mal umsehen. Was war das? Ah, weißt du das nicht? Ah, so, jetzt sehen wir den alten Kollegen, der den Shop leitet. Da können wir ein bisschen einkaufen und unseren Chips. Ja, du sollst auch deine Chips ausgeben, die du gesammelt hast. Dort kannst du dir allerhand tolle Sachen kaufen. Und unter anderem Energietanks. Das heißt, mehr Energie für uns. Und das werden wir für den späteren Spielverlauf brauchen. Jetzt ist es vielleicht noch nicht so hart, aber da kommen noch einige ganz knackige Stellen. Also besuchen wir diesen, Typ in seinem Shop. Und gucken, was er so im Angebot hat. Ein Energietank und sonst eigentlich nichts. Aber egal, kaufen wir uns mal einen Energietank. Heißt mehr Energie für uns, heißt mehr Leben, heißt mehr Awesome Super Power. So, wenn wir 300 Chips haben, können wir uns auch einkaufen, aber die haben wir im Moment nicht. Also würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Stage. Das Museum. Und hier haben wir noch keine Daten. Also, auf zum Museum. Werden wir uns ein bisschen kultiviert beschäftigen. Ab in die Kiste! Leider wieder jetzt auf einen Bohrer reduziert. Aber was heißt ein Bohrer auf... Naja, nur ein Drittel unserer maximalen Bohrkraft. Und das ist das Museum. Und wir werden da hochgeschossen. Wie gemein ist das denn? Und an die Polizei kommt schon angerückt. Tja, einen guten Ruf haben wir schließlich nicht. Wir sind ja auch Diebe. Und ich sehe da oben seine Kiste. Aber an die kommen wir nicht ran, verdammt. So, hier gibt es auch ein paar Chips zu holen. Und wir müssen hier runter. Und verdammt, ich sehe gerade, wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Jetzt haben wir schon 15 Minuten Zeit und ich überziehe trotzdem. Okay, das heißt, ich schalte das beides zusammen. Nicht zusammen, ich werde zwei Videos aus dem einen Video hier machen. Und dann bohren wir uns das nächste Mal durch diese Scheibe hier. Das ist hoffentlich kein Panzerglas. Also, bis zum nächsten Mal.